Solche besonderen Momente kann man nur in so einer Situation, in diesem Raum und auch für eine solche Produktion verwirklichen. Meine Damen und Herren, wie es mir geht, danke der Nachfrage. Dies hier ist eine Ansprache bzw. eine Ansage für Max Raabe. Bald unterwegs mit seinem Unplugged überall auf der Landkarte. Und normalerweise sind Fernseh-Events ja nicht so meine Kernkompetenz, aber geht es um Hochkultur, zeige ich gerne Präsenz. Sammy Blödsinn. Ich glaube, das erste Mal, dass ich über diese Sache nachgedacht habe, dass wir uns getroffen haben, das muss so ungefähr von einem Jahr gewesen sein. Das Spannende ist ja beim MTV Unplugged, dass wir probieren, die Künstler ein bisschen aus ihrer Komfortzone zu ziehen. Ich bin, muss ich gestehen, aber auch jemand, der nicht auf die Idee gekommen wäre, mit mir einen MTV Unplugged zu machen. Darin liegt natürlich auch ein Reiz. Also für uns ist das schon eine sehr große Sache. Das muss ich schon sagen, gerade wenn man so als Studentenband angefangen hat und die ganzen Jahre mitgemacht hat und dass man dann von MTV Unplugged eingeladen wird zu spielen, das ist schon toll. Was schön war bei Max Raabe ist, dass der Künstler selber so involviert war von Anfang an. Sprich, er war bei jedem Meeting dabei. Das Ganze ist so heikel, aber auch so aufgekratzt, dass dadurch eine enorme Energie entsteht. Ich habe aber auch niemandem vorher erzählt, was ich mache, was wir vorhaben und wer kommt, weil mir das alles doch zu unsicher erschien. Angefreundet habe ich mich mit so einer Art der Produktion erst, als ich dachte, ich muss jetzt nicht der coole MTV-Künstler sein, sondern wir holen lauter coole MTV-Leute und fragen die, ob die nicht bei so einer Produktion dabei sein möchten. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen. Ja, auf Lea haben mich Freunde aufmerksam gemacht. Und als ich dann von ihr Sachen von ihr gehört habe, habe ich gedacht, nein, ich kenne die ja. Also das war so phänomenal. Mir ist sie vorher schon aufgefallen mit ihrer Wahnsinnsstimme. Das ist natürlich eine Riesenehre, irgendwie dabei sein zu können und dass er auch mich dafür ausgewählt hat, also das hat mich total gefreut. Das ist ja so fantastisch, dass man Worte, die man zu kennen glaubt, so ganz neu und anders dann wieder dargestellt werden und eine ganz andere Intimität und Stärke bekommen. Nur einfach, weil Lea das singt so und war wirklich eine Offenbarung. Nun sitzt das Glück schon so lang auf der Couch. Ich fühle mich sehr wohl, doch dann denke ich, ouch. Langsam kommt das schlechte Gewissen. Werden andere das Glück jetzt nicht vermissen? Ich kann doch nicht sagen, es sollte nun gehen. Das Glück im Haus zu haben, ist doch sehr schön. Ich bin ganz verblüfft von der Situation. Vielleicht bin ich verwöhnt, doch es macht das schon. Es war total schön, weil es so entspannt ist irgendwie. Es ist so eine ganz lockere Atmosphäre, alle sind gut drauf. Das Publikum ist so voll nett irgendwie, das gibt einem eine gute Energie. Yeah. Ich saß auf diesem Barhocker und hatte so eine Gänsehaut, weil es macht ganz viel, wenn so von überall um dich herum die Musik kommt. Fundament der ganzen Geschichte ist natürlich das Palastorchester. Ich weiß auch, das erste große Konzert in der HDK damals, wie aufgeregt man war, das war März 89, 88, nee, früher noch 87. Ich glaube, seit 94 nahezu unveränderte Besetzung. Cecilia ist jetzt auch schon seit 10 Jahren dabei. Zwischen all diesen schwarz gekleideten strengen Herren ist sie so das Zauberwesen, was das Ganze dann auf der Bühne dann auch noch mal besonders macht. Das ist natürlich für mich ein Riesengeschenk, dass man über diese Jahrzehnte das Wachstum des Palastorchesters so miterleben und mitgestalten durfte. Dass jetzt
diese besondere Produktion von MTV Unplugged jetzt mit denen auch so gestaltet werden konnte, ist schon was ganz Besonderes. Ich weiß gar nicht, ob man dieses Gefühl wiederholen kann, aber es war derart erhebend, mit einem Orchester zu singen. Mein ganzer Körper hat gebebt. Ja, das war wirklich so, dass ich für einen Moment dachte, okay, und jetzt soll ich dazu singen? Das war ein besonderer und schöner Moment, weil er auch, das hat man gemerkt, es sehr genossen hat, eben auch bei den Proben mit dem ganzen Orchester da arbeiten zu können. Ich habe damals auf der Schauspielschule Ernst Busch, habe ich Kein Schwein ruft mich an, vorgesungen. Und jetzt fragt mich Max Rabe, hast du Lust, in meiner Show mitzusingen? Und das war echt bewegend für mich. Ich habe auch nicht gezögert. Ich mache eine Sache, sagt meine Frau, die ist nämlich klassische Opernsängerin, ich schleife immer so in die Töne rein. Also ich weiß den Ton vorher nicht und jaul mich dann so auf die richtige Tonhöhe und meistens halte ich die dann auch nicht, sondern dann singe ich wieder ab. Aber ja, das ist ein total ambivalentes Gefühl, ehrlich gesagt, weil auf der einen Seite bin ich sehr nervös und habe richtig Angst und auf der anderen Seite bin ich voller Vorfreude. Also es ist wirklich beides. Der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Also Max Rabe ist ein totales Arschloch. Also auch furchtbar arrogant, der ganze Attitüde. Man denkt ja manchmal, diese Hochnäsigkeit wäre irgendwie gespielt, aber er ist halt echt ein Fucker. Jetzt scheißt er richtig Sammy Lips zu sagen. Wie Sammy hat er gerade gesungen. Jetzt Max regt sich jetzt die ganze Zeit auf, dass es nicht gut war, weil er keinen Rap mag. Und ob er nicht singen könnte. Und Sammy hat ja heute den ganzen Tag noch nicht die Sonnenbrille abgenommen. Der ist total pisst. Oder? Oh, Entschuldigung. Und vor allen Dingen der Schluss. Also man hat auch ja gemerkt, am Ende, als es das erste Mal durchlief, dass die Leute richtig so innehielten und gedacht haben, was ist das jetzt? Cool, na, ich freue mich voll. Auch, dass ich das durfte. Also es ist ja ein bisschen doch wie mit Delfinen schwimmen. Du bist der Delfin. Ach, wirklich? Allein der Schluss, diese Idee kam bei der Probe, ist so besonders und so klar und ganz eindeutig ein Beitrag von Lars Eidinger. Ganz wertvoller Moment innerhalb dieses Abends. Die im Dunkeln sieht man nicht. Ich bin echt richtig high. Es hat so Spaß gemacht. Ja, echt. Toll. War echt, ich war so aufgeregt, aber gut aufgeregt. Das glaube ich nicht. Du warst gut. Siquiera una capilla, la lumina.